Ja, servus, willkommen zurück zu einer zweiten Ausgabe, zu der zweiten Ausgabe einer weiteren Folge vom Berg- und Tunnelbau-Simulator hier auf meinem Kanal. Wir waren ja stehen geblieben mit dem Aufladen und machen natürlich auch an der Stelle direkt weiter. Oh ja, die Grafik ist Bombe. Wie das TNT, was wir hier verbauen. Okay, die Steuerung ist auch, ja. Wir kämpfen. Aber wir schaffen das, wir geben hier nicht auf. Ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt, wie viele Folgen ich hier bringen werde. Ich bin aber erstmal zuversichtlich, wir werden auf jeden Fall das erste... Oh, alles klar. Schön. Unser Stein, ja, bleibt hier in der Luft hängen. Ah, jetzt kommt er auch runter. Wunderbar. So, ich hoffe, wir treffen... Ja, was habe ich gesagt? Okay. Ja, den lassen wir erstmal hier liegen. Wir schnappen uns einfach die nächsten. So, okay, dann müssen wir mal hier von der Seite rangucken. Also man kann schlecht erkennen, wie weit man auf dem Boden ist, da die Kamerasteuerung... Wenn ich seitlich bin, ne, ihr seht selbst, wie viel man hier wirklich sieht. Also das ist leider nicht ganz optimal realisiert. So, okay, das muss erstmal reichen. Wir schnappen uns die nächsten Kügelchen. Ja. Okay. Nein, nicht zurück. Vor. Okay, wir sind zu weit oben. Wir müssen hier weiter runter. Einmal so, einmal so. Ja. Okay, na. Okay, wir haben auf jeden Fall erstmal zwei drin. Fahren wir erstmal zurück. Besser als nichts. So, erstmal gucken, wo wir überhaupt hinfahren. Also wir den Knubbelstein hier unten brauchen wir gar nicht erst anfangen aufzuheben. Das können wir knicken, denn das wird nicht gut gehen. Das kann ich euch schon versprechen. Schön hoch. Dann hier rüber. Müssen natürlich auch aufpassen, wenn wir anecken hier mit unseren Maschinen. Die können man, oder kann man gegenseitig kaputt machen. Dann müssen wir halt mit unserem... Ach, wenn ich nur was sehen würde. So, wir rutschen einfach mal. Oh, die rutschen selber raus. Ach, wunderbar. Ich probiere es einfach mal. Einfach jetzt auf gut Glück. Vielleicht kriege ich es ja wieder mit hinter. Irgendwie. Ja, spielen wir Fußball. Das geht auch. Oder wir nutzen einfach die Steine hier als Sprungschanze. Warum nicht? Oh je, oh je, oh je. Ja, dann noch das Gas geben und das Bremsen, das kommt erschwerend hinzu. Sehe ich wieder nichts. Okay, etwas runter, das auch. Ja, ja. Na, kommt. So, und hoch das Ganze. Es ist interessant, wie er noch weiter geradeaus fährt, obwohl ich schon komplett auf dem Rückwärtsgang bin.
So, also dieser obere Stein, denke ich mal, wird es nicht ganz bis zum Kipper schaffen. Oder? Hier müssen wir ganz vorsichtig fahren. Wie gesagt, solltet ihr euch das Spiel zulegen, ihr werdet merken, die Steine sind wirklich hier wie Watte. Wie Flummis. Selbst wenn wir jetzt hier eine Kurve fahren, ganz, ganz vorsichtig. So. Und seitlich gucken. Ups. So, wir lassen es mal etwas nach vorne ab. Na, vielleicht haben wir ja Glück. So. Oh, oh. Und. Alles klar. So, jetzt nicht mehr anfassen. Wir wechseln das Auto in den LKW. Also wir wechseln nicht das Auto, wir wechseln das Fahrzeug. Und jetzt fahren wir ganz langsam zum Ausladen. Ich fahre jetzt einfach rückwärts, es wird einfach, ja, die Gefahr ist, dass wir jetzt hier etwas verlieren. Ist einfach groß, ne? Und ihr seht schon, wie die Steine hier hin und her springen, also. Ja. Das ist... Nein! Okay. Das Auto fährt rückwärts, obwohl ich gar nicht rückwärts drücke. Sehr interessant. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist genau das, was ich in der ersten Folge schon gesagt habe. Man drückt gewisse Richtungen, in der sich das Fahrzeug halt bewegen soll, aber es tut es manchmal nicht und ja, manchmal doch, obwohl man es nicht will. Also das ist sehr, sehr komisch. Die Steuerung ist extrem gewöhnungsbedürftig. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel, halt noch ein Stückchen zurück, ob das wirklich mal jemand getestet hat. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das wirklich so, ja, funktioniert. So, jetzt werden wir hier gleich sehen, unsere Fortschrittsanzeige. Na, kommt, fallt rein. Sehr schön. Und nochmal eine Wagenladung und dann haben wir es auch schon geschafft. Oh, wie die Kamera hin und her springt. So. Ah, na komm, in die andere Richtung lenken. Nein, hier lang. Ach. Ja. Okay. Es ist nicht so einfach. Ihr seht, wir sind jetzt hier orange. Das Auto fährt auch langsamer. Das heißt, wir werden an dieser Stelle mal in unsere Reparaturwagen switchen. Daneben anhalten. So, ich bremse jetzt. Und jetzt wird unser LKW repariert. Es sind halt immer die gleichen Animationen, finde ich ein bisschen schade. Also sagen wir mal, Animation, dass die Klappe hier aufgeht und zugeht. Jetzt sind wir hier wieder grün und weiter geht's. Je nach Farbe oder je nach Zustand des Fahrzeuges haben wir natürlich auch hier eine unterschiedliche Beeinflussung der Fahrfähigkeiten. Und wenn diese Fahrfähigkeiten jetzt schon sehr, ja, komisch sind, dann werden sie natürlich durch den Schaden definitiv nicht besser. So, dann schnappen wir uns das Teil. Ups, sorry.
Ja, das ist auch das einzige Fahrzeug, was ich hatte, was hier keine Reparaturanzeige hat. Das ist vielleicht unkaputtbar. Keine Ahnung. Dann erstmal hier wieder runter. So, dann hoffe ich, dass wir hier gleich einen guten Haufen erwischen. Na. So. Das sieht doch mal wieder gut aus. Und jetzt heißt es wieder im Balanceakt ganz langsam rückwärts fahren. Oje, oje. Stopp, 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 stopp. Ich hoffe, der bleibt noch oben drauf und vorwärts und runter. Also ich fahre hier meistens vorwärts, rückwärts, weil man dadurch besser, ja, die Sachen hier verteilen kann. Wunderbar. Also das Spiel hat auf jeden Fall gute Ansätze, aber ich glaube, dabei ist es auch geblieben. Okay, na. Wieder runter. Also man muss hier wirklich extrem viel mit der Kameraperspektive auch arbeiten, dass man das überhaupt erkennt, wie man und wo, vor allen Dingen wo man gerade sich mit seiner Schaufel befindet. So, und nochmal. Ja, jetzt sehen wir nix. Ach, wieder so rum. Na. Besser als nix. So, wir hauen das Zeug rein. Da verschwimmt richtig die Grafik. Oh, falsche Richtung. Halt, jetzt sollen wir doch vorfahren wieder. Das schaffen wir sonst nicht. Ja, ouch. So, und ab damit. Auf gut Glück wechsle ich jetzt einfach mal wieder die Karre. Das war das Falsche. Da kommen wir nachher noch dazu. Dahin wollte ich. So, ich hoffe, dass das ausreichend ist. Ansonsten müssen wir hier nochmal ein paar Steine nachlegen. Sieht ganz so aus, als ob wir auch der einzige Bauarbeiter hier sind.
Wir sind halt Ein-Mann-Betrieb und bauen die Pariser Metro. Warum nicht? So, dann wollen wir das Ganze mal hier abkippen. Brems, 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 brems. So. Dann hoffen wir mal, dass wir hier auf unsere 100% kommen. Ich kann nicht rauszoomen. Ja, das ist auch so eine lustige Sache. So, jetzt. Oder auch nicht. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Weitere Sprengphase. Einige Missionen erfordern mehr als eine Sprengphase. Eine einzige Sprengung konnte oder könnte nicht ausreichen, um das Material zu entfernen, welches im Weg ist. Mit dem Versorgungsvan, Taste 1, weiter Sprengladung platzieren und diese zünden, wie zuvor. Alles klar. So, dann basteln wir das Auto mal hier wieder zurecht. Diese Kamerasprünge immer. Also nicht dieses flüssige... Ja. Okay. Oh, 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 oh. Ach. Ja. Okay, wo müssen wir hin? Halt. Wie können wir was machen? Okay, hier wird repariert. Entweder wir oder unser Kollege hier links. Okay, das war scheinbar der Kollege. Dann lassen wir uns noch reparieren. Einfach nur, damit wir wieder besser lenken und fahren können. Jetzt sind wir auch wieder heile. Und bringen hier weiter TNT an. Okay. 100% erreicht. Tunnelbauphase. Nun beginnt das Tunnelbohren. Zuerst muss die TBM, Tunnelbohrmaschine, mit Baumaterial versorgt werden. Mit dem Kran, Taste 5, einige Betonelemente auf den Transportzug laden. Zum Heben und Senken des Magnetkopfes die Symbole auf dem Bildschirm oder die Tasten T und G nutzen. R drücken, um Nachschub zu liefern oder die Betonplatten zurückzusetzen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, denn diesen Satz habe ich beim ersten Mal hier spielen komplett überlesen. Aber was ich damit meine, das werde ich euch später zeigen. So, auch das Ding werden wir aus der Gefahrenzone herausbringen. So, den stellen wir mal hier oben ab. So. Genau, dass unsere Baustelle auch richtig schön ausschaut. So, jetzt sind wir zurück hier in unseren Wagen. Wir werfen wieder einen Blick auf unsere Baugrube und starten einfach mal. Ja. Ja, was für eine Explosion und perfekt, schon stehen sämtliche Geräte da. Alles klar. Den müssen wir mal dezent noch ein bisschen zur Seite fahren hier. Den brauchen wir dann gleich wieder. So. Einfach nur, dass er jetzt hier nicht auf der Schiene steht, weil wir jetzt in die Schiene wechseln. Also nicht in die Schiene,
Den Kran. Da waren wir ja vorhin schon mal kurz drin. Ja. Und wie es hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Das ist relativ lustig. Und ich hoffe, ihr schaltet ihr wieder mit ein, wenn es heißt, der Ram ist auf der Baustelle unterwegs, beim Berg- und Tunnelbausimulator. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also wie immer, Dankeschön und auf Wiedersehen. Ciao und Baba.